Jetzt sind wir wieder am Anfang. Links war ich schon gegangen, nach oben bin ich gegangen. Vielleicht habe ich im linken Weg irgendwas übersehen. Denn ich meine mich zu erinnern, dass der Endboss hier in diesem Dungeon zu finden ist. Also Nixwald im Südosten. Oder meinetwegen vielleicht auch. So weit war ich dann auch noch nicht. War hier oben eine Tür? Nee. Also ich habe die Vermutung, dass man den Weg hier rumkommen müsste. Damit dann nämlich die Gegner runterspringen. Die springen ja nach links runter, was sie jetzt nicht tun. Wahrscheinlich könnte man sonst zu viel farmen. Bin ich hier nach oben gegangen? Ich glaube auch. Tja. Endet das Let's Play schon an dieser Stelle? Kommt MS Standard mal wieder nicht weiter? Wir werden es erfahren. Genau, hier war die Truhe. Kann ich vielleicht irgendwas im Wasser machen? Hallo? Ja, einmal durchs Abwasser rennen. Nee, okay, hier ist nichts. Danke für diesen schönen Apfel. Na komm, euch knall ich nochmal weg, wenn ich schon mal hier bin. Nämlich noch ein Apfel für mich. Das ist sehr schön. Von rechts bin ich gekommen, dann muss ich links weiter. Ne, von dort bin ich gekommen, natürlich. Jetzt bin ich schon selbst total durcheinander, von woher gekommen bin und wo ich überhaupt hingehe. Was haben wir alles gehabt hier? Jetzt ist der Gang, den wir hier entlang rennen. Vielleicht gehe ich einfach mal hier hoch. Diesen unauffälligen Weg. Finde ich ganz schön unfair von denen. Dann droppen sie natürlich keinen Apfel, das war klar. Also hier waren wir definitiv noch nicht. Ich bin ja den Weg entlang gegangen. Hier haben wir wieder eine Truhe. Einen bronzenen Spiegel. Ich nehme ihn. Natürlich kein Apfel, war klar. Aber das hier dürfte auf jeden Fall der richtige Weg sein. Das war jetzt nicht so die Herausforderung. Boah. Der klopft sich wieder auf den Hintern, weil er mich verhöhnen will. Und danke für den nächsten Apfel. Gehen wir mal die Treppe runter. Das müsste dann ja... Genau, die Ebene B1 dann sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. Yep, korrekt. Komm, gehen wir mal hier runter. Die Viecher sind ja harmlos. Die machen ja gar nichts. Außer eine ganze Menge Schüsse einstecken. Das können sie. Also relativ gesehen. Jetzt muss ich doch nochmal zurück. Weil da eine Truhe ist. Die kann mir natürlich nicht entgehen lassen. Starmine Bomb. Okay, ist das eine andere Bombe als die Bombenart, die wir vorhin gefunden haben? Anscheinend. Aber ich rieche den Endboss. Also für dieses Dungeon. Dankeschön. Nein, das ist er nicht.
Come here! Come here! Naja, das war jetzt nicht so toll. Wahrscheinlich kommt genau jetzt der Boss. Sonst wäre hier nicht so ein komisches Bosszeichen. Macht euch auf was gefasst. Irrer Typ. Muss ich nochmal einen Schluck Tee trinken. Und mich dann voll konzentrieren. Total crank. Ein Totem. Wer bist du, Use? Mieser Name ist Miracle 5. Master Demi. Ich bin der Meister Demi. Jaja, und jeder, der bisher herkam, ist gestorben. Mesa so very, very sorry. Ja, komm. Er redet ein bisschen komisch. Wir können, glaube ich, jetzt mal die Bombe einsetzen. Halt. Ah. Uah, kommt natürlich genau da runter. Ah, herzhaft. Genau, so war das. Okay. So, ich glaube, das war eine gute Idee. Damit ist nämlich jetzt das erste Teil weg. Ach, was macht er denn jetzt nochmal? Genau, einmal so bewegen und dann setzt er sich wieder zusammen. So. Dafür sind die Bomben echt gut. Ich habe das beim ersten Mal probiert ohne Bomben. Bisschen schwierig. Aber je weniger Teile er hat, desto einfacher wird er jetzt natürlich zu besiegen sein. Eine Bombe habe ich noch, danach muss man halt ein bisschen häufiger auf den draufballern. Auch hier wieder die sehr gute Musik, die sehr passende Musik. Okay, das war so eine Clusterbombe, die war jetzt nicht so stark wie die ersten Bomben, die wir benutzt haben. Na gut, halb so wild. Ich weiß nicht, ob ich Schaden anrichten kann, während er in diese Sonderform geht, also während er auseinander ist. Ich habe das Gefühl, ich kann nur Schaden ihm zufügen, wenn er in dieser Form ist. Ja, natürlich genau in dem Moment haut der ab. Okay, das kann halt jetzt noch ein bisschen dauern. Ist nun mal so. Ich schieße einfach mal. Oh, es geht doch. Cool. Aha, der Schuss ist durchgegangen, ja. Na gut, dann halt auf die harte Tour. Irgendwas erinnert mich die Musik. An irgendein anderes Spiel. So war's das? Miracle 5? Oder muss ich dich auch noch? Na, natürlich. Da ist ein kleines Männchen drin. Oh, war's das? Cool. Eine Herzkaspel. So ein Ding dazu bekommen. Für mehr Leben. Sehr schön. Und damit haben wir das erste Demi-Seed-Abzeichen. Und ich glaube, das Ding können wir beim Sheriff eintauschen. Und dann gibt's Kohle. Zum Wohle. Ja, danke. Dungeon 1, clear. Dafür gibt's dann natürlich auch noch extra Punkte und wieder... Schlimme Töne. Hast du Töne? Was, 30 Minuten? Das hat noch nie im Leben 30 Minuten gedauert. Nur für das Dungeon? Ja, nehme ich an Punkten. Nehme ich. Equipment Level? Ja, ich meine natürlich Level 1, natürlich. Player 1 up. 1 up? Hm. Oh, was ist das denn? Erstmal speichern hier. Oh! Ein Strange Beast ist das. Ich weiß nicht, wer ihr alle seid, aber danke, dass du mich hier gerettet hast. Ja, wie auch immer. Ich glaube, das ist das Viech, mit dem wir nachher reiten dürfen. Nö, du siehst aber ganz schön lustig aus mit deinem Cap. Ah, nee. Er hat uns erkannt, dass wir Captain Zero sind.
Dann ist er, glaube ich, dieser Mono. Genau, er ist dieser Space Sheriff Mono. Ja, jetzt fragt mich nicht, wieso der ausgerechnet in einen Pferdekörper reingegangen ist oder in einen Eselskörper. Ein richtiges Pferd ist das ja, glaube ich, nicht. Naja. Da ist Captain Zero aber mit uns besser getroffen. Ja, auch hier jetzt wieder viel Erzählerei. Erzählt, wie es dazu gekommen ist, wie er hier diesen Typen verfolgt hat, Miracle 5. Und wir hauen ein Pferd um. Oder ein Esel, wie auch immer. Ich verstehe, dass ihr ärgerlich seid, Captain. Aber glaubt mir, es tut mir leid. Auch dieses Owl Nuisance to Yaowl. Er redet wie ein richtiger Cowboy. Ein Esel, was redet wie ein Cowboy. Ja, liebe Zuschauer. So ist es nun mal. Keine Angst, der bleibt nur bis zum Ausgang des Dungeons. Ja, komm, lass gehen jetzt hier, lass knacken, ey, wir sind hier zum Spielen. Ja, lass uns abhauen. Ah gut, ich muss nicht den ganzen Weg zurückrennen, das ist sehr schön. Auf jeden Fall freut er sich jetzt, dass er wieder frei ist. Yippie, 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 ich trinke noch mal einen Schluck Tee. Also, ab jetzt können die Gegner auch Karotten droppen und wenn wir die dann benutzen, dann kommt er angerannt und hilft uns. Finde ich nicht ganz unpraktisch. Habe ich allerdings, ich muss ehrlich zugeben, noch nicht probiert. Ob das was bringt? Ich meine, es ist ein Esel. Ein Esel! Ah! Die Viecher schon wieder. Die sehen ja echt gruselig aus. Die anderen, dieser Cowboy-Verschnitt eher nicht so. Ja, die Typen. Dafür haben die natürlich Waffen. Das ist nicht so schön. Ich kann mich auch ducken. Wenn ich jetzt eine Karotte hätte, dann würde ich unseren Esel rufen. Mist. So, ich glaube, wir müssen jetzt zurück ins Dorf. Müssen wir erstmal den Leuten erzählen, was für ein toller Hecht wir sind. Muss natürlich Belohnung abholen. Aber wo war denn nochmal das doofe Dorf? Auch nichts ausgeschildert hier. Naja, das könnte der Weg sein. Ah. So. Da haben wir eine Karotte. Was genau macht er jetzt mit uns? Wee! Wie cool ist das denn? Hurra. Ich glaube aber, der bleibt nicht ewig, oder? Komm her, du Hase. Ich mach dich platt. Das ist ja cool. Ja, okay, solange er bleibt, ist ja super. Oh, wie gesagt, hält nicht ewig. Aber das ist ja cool. Also jedes Mal, wenn wir diese Karotte finden, kommt der angerannt. Super. Und damit können wir dann einfach die Gegner überrennen. Ja, so ein Esel zu haben, hat seine Vorteile. Aber ich will doch nur ins Dorf. Achso, hier. So, und dann schauen wir nämlich mal. Hat der noch was Neues zu erzählen? Du hast einen Demiseed-Boss umgebracht? Ernsthaft? Das ist fantastisch. Und irgendjemand will uns einen Pfannkuchen geben dafür, dass wir einen großen Boss umgebracht haben. Und was erzählen die Kinder so? Ah, komm, die erzählen immer nur das Gleiche. Ich habe keine Zeit für euch. Ich spiele doch nicht mit euch. Ich besiege große Weltraumbosse und hole mir jetzt erstmal die Belohnung ab. So, Sheriff. Was? Du sagst, du hast einen von diesen Demiseed-Bossen besiegt? Ganz offensichtlich. Das hier ist die Bestätigung. Das ist ja ein Demiseed-Abzeichen. Wirklich? Okay. Ich glaube dir, was du sagst. Du erzählst mir jetzt, dass ich die Karte aufrufen kann mit Select. Das ist natürlich super. Also irgendwo in den Bergen soll ein Hauptquartier sein, der Demiseeds. Müssen wir vielleicht mal gucken gehen.
Ja, oder die Verstecke ausfindig machen. Ich verstehe schon. Klar, nach und nach die Verstecke ausfindig machen und dann irgendwann das Hauptquartier angreifen. Schon klar. Ja. Danke, dass du uns keinerlei Belohnung gibst. Und Frank sollte uns jetzt dann auch durch das westliche Tor durchlassen. Das ist sehr schön. Also öffnet sich dann natürlich ein Teil nach dem anderen. Ja, ist doch gut. MSS freut sich wieder. Jetzt holen wir uns erstmal hier eine Belohnung ab. Super, MSS. 200 Dollar. Naja. Immerhin. Stellt sich natürlich nur die Frage, was wir mit den 200 Dollar anfangen können. Boah, dieses Gepfeife, das ist ja richtig übel. Das ist wirklich übel. Aber hier brauchen wir irgendeinen anderen Ton. Braucht den Schusston. Sarah! Sarah! Sarah ist auch nicht zu Hause. Ich meine, vielleicht ist es wirklich mein Tinnitus und ihr hört das gar nicht. Ihr fragt euch jetzt, was ist denn der für ein Problem? Erzählt ihr irgendwas von Pfeife? Wenn wir da die drogenabhängigen YouTube-Videomacher...